method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we over minds, they glass. Hey ho Leute und herzlich willkommen zu neuem Video. Ja, heute geht's um die Review zu Folge 58 und ja, die Folge, die war wieder extrem schön, wie immer eigentlich. Aber gut, kommen wir einfach mal zur Review. Nämlich beginnen jetzt die Schulenprüfung bzw. die dritte Prüfung der Schulenprüfung und es geht ab. Die 1 gegen 1 Kämpfe werden hier gespammt wie keine Ahnung was und alle bereiten sich schon vor, dass hier es gleich beginnt und so. Reden erstmal alle, motivieren sich alle gegenseitig und sagen dann sowas wie, yo, ich werde hier das siegen und bla bla bla. Wo es dann einfach jeder sagt und ja, im Boot dann sagt, jo, ihr nehmt ja alle die Wörter aus dem Mund und so. Aber gut, so viel zur Einleitung. Auf jeden Fall geht's dann weiter, wie dann Lee ankündigt, dass jetzt hier alles eingerichtet wurde, dass Teamkameraden anfangs nicht gegeneinander kämpfen werden, aber es sein kann, dass sie am Ende aufeinander treffen könnten. Also anfangs wird auf jeden Fall kein Teamkameraden gegeneinander kämpfen, aber es kann halt dazu kommen am Ende, wie zum Beispiel im Finale oder sowas. Hinzu kommt dann noch, dass es drei Blöcke gibt, nämlich Block A, B und C. Im Block A kämpfen Yuri, also der Kaugummi-Boy gegen Boruto und Shikadai gegen Yodo, das ist das Vibe aus Shinkis Team. Dann haben wir Block B, wo Sarada gegen Tarui kämpft, das ist dieses Vibe aus dem Kaugummi-Boy-Trio. Und Inujin gegen Araya, das ist der Maskentyp von Shinkis Team. Und dann im Block C haben wir Toroi gegen Mitsuki. Ja, Toroi ist der Dicke aus dem Kaugummi-Boy-Team. Und ja, Chocho gegen Shinki. Und Chocho gegen Shinki wird schön, aber kommt leider erst nächste Folge. Jedenfalls. Ja, von allen Kämpfen werden erstmal die Gewinner dann kommen und die Gewinner von jedem Block werden dann gegeneinander kämpfen und die Gewinner davon kommen dann ins Finale, so dass man dann im Finale einen Dreierkampf hat von allen drei Blockgewinnern. Und dann beginnt auch schon der erste Kampf, nämlich Boruto gegen Yorui. Und ja, den Kampf kennen wir ja schon aus dem Film, aber da sind ein paar extra Szenen dabei, zwar nicht viele, aber prinzipiell war der Kampf genau wie im Film. Am Ende hat der Kaugummi-Boy einfach mehrere Kaugummi-Blasen rausgekriegt. Seifenblasen, ey. Der hat auf jeden Fall mehrere Kaugummiblasen raus, die halt bei Kontakt explodieren und alles drin drin. Und Boruto muss halt einen Weg finden, daran vorbeizukommen. Und ja, dafür hat er ja das Shuriken-Training gehabt. Allerdings schafft er es nicht auf einem normalen Weg, weil der Kaugummi-Boy das alles mit den Kaugummiblasen auffällt. Dann kam Boruto auf jeden Fall an, hat dann das Ninja-Tool benutzt, das sie alle so lieben. Und ja, dann kamen die grünen Shurikens, die ja bei einem bestimmten Punkt die Richtung wechseln. Und somit hat er dann die Kaugummi-Blase getroffen, die der Kaugummi-Boy gerade am Mund hatte, die er gerade aufgeblasen hat, wenn man so sagen will. Und ja, dadurch ist auch schon K.O. gegangen, wenn man so sagen will. Also irgendwie, ja, war was Kurzes, aber ich fand's dennoch schön. Jedenfalls treffen dann Boruto und Shikadai aufeinander, weil Shikadai ist halt jetzt der Nächste, der dran ist mit dem Kampf. Und dann kommt schon der nächste Kampf, nämlich Yodo gegen Shikadai. Und da bekommen die auch schon ein paar Flashbacks auf der Tribüne, nämlich, ja, wegen Temari und Shikamaru und alles. Und ja, war auf jeden Fall schön, das alles zu sehen. Und da sehen wir dann, wie Yodo Musik hört mit Kopfhörern alles und einfach alles ignoriert, was da um sie herum passiert. Sie kann irgendwie nicht zuhören oder keine Ahnung was und ja, das regt Shikadai schon etwas auf, dass sie den Kampf anscheinend nicht ernst nimmt oder sowas. Aber gut, dann beginnt doch der Kampf. Shikadai versucht damit den Schatten anzugreifen, aber Yodo weicht komplett alles aus. Und der Grund, warum sie allen Attacken so leicht ausweichen kann und alles, ist, weil sie ja ein sehr gutes Gehör hat. Nämlich hört sie, wie ihr andere ihr Gleichgewicht halten und somit die Attacken irgendwie lenken und keine Ahnung was, was irgendwie krank ist irgendwie. Und kann deswegen alles perfekt ausweichen und so. Und die Kopfhörer hatte die halt nur drin, um sich nicht von anderen Geräuschen noch ablenken zu lassen und ja, dann noch halt sich auf das Gleichgewicht von Shikadai zu konzentrieren. Und da meinte sie noch, dass sie alles herausfiltern kann, sei es jetzt ein erhöhter Herzschlag oder ja, einfach ein anderer Puls und keine Ahnung was, Atem. Und die hat auf jeden Fall sehr gute Ohren, was ich interessant finde, dass man so einen Charakter auch noch bekommt. Jedenfalls hat man dann noch andere Fähigkeiten von ihr gesehen, nämlich kann sie mit ihren Haaren, wenn die schwingt, irgendwie solche Schallwellenattacken machen, irgendwie den Gegner angreifen, was wir ja schon aus Classic irgendwie irgendwo kennen. Jedenfalls hat dann Shikadai eine Taktik herausgefunden, nämlich dass er seine Briefbomben wirft und durch die Explosion alle anderen Geräusche überdeckt und somit Yodo dann in den Schattenbesitz bekommt und somit
dann auch zum Aufgeben bringt. Damit ist Shikadai der nächste Sieger und Shikadai und Bruto wird der erste Halbfinalkampf sein. Jedenfalls sehen wir, wie Shikamaru sich richtig darüber freut und jeder Kage nur dumm anguckt, was auf jeden Fall ein lustiger Moment war. Dann kam Sarada mit einer Ansage an und meinte so, jo, keine Sorge, das wird ein löscher Kampf, gib mir 3 Sekunden und der Kampf ist vorbei. Dann fängt der Kampf an, Sarada zählt leise bis 3 und als sie die 3 gesagt hat, hat sie Tarui schon seinen in die Fresse gegeben, dass sie komplett durch den ganzen Ring fliegt, gegen die Wand klatscht und ja, fertig ist. Also der Kampf war sehr schnell beendet auf jeden Fall. Dann kam schon der nächste Kampf, nämlich Inojin gegen Araya. Und der Kampf sieht dann schon wieder trauriger aus, weil Inojin versucht die ganze Zeit irgendwas mit seinen komischen Farbtieren und keine Ahnung was zu machen. Allerdings hatte es leider keine Wirkung, weil, keine Ahnung, Araya hat es einfach weggeschlagen mit seinen komischen Stabdingen und ja, das war gar kein Problem für ihn. Und am Ende läuft dann Araya einfach auf Inojin los und gibt ihm einfach ein paar Schläge mit dem Stab und ja, Inojin ist weg. Also es war ein leichter Sieg gegen Inojin, was irgendwie schade war, aber gut, ich finde es dafür gut, dass man dann von Suna mehr sieht. Dann kam schon der nächste Kampf, nämlich Mitsuki gegen Toroi und ja, Toroi benutzt irgendwie Blitzversteck Overdrive, was mir voll wie Jojo rüberkam. Das hat mir voll die Jojo-Flashbacks gegeben, wegen den Sunlight Yellow Overdrive. Leute, die Jojo geguckt haben, wissen Bescheid. Und Mitsuki ist dann gerade dabei, den Zellschmutz zu betreten und dann kommt einfach so, hoppla, ich darf das ja nicht benutzen. Dann geht er wieder zurück und dann haut er einfach die Schlangen raus und weg ist der Gegner. Also, das war so lustig, dieser Moment. Ich hab so gefeiert, Mann. Und das gibt einfach noch so einen richtig epischen, ja, Zusatz irgendwie. Deswegen war auf jeden Fall schön, das mit anzusehen. Damit war dann der Kampf auch schon beendet. Und dann wird angeteased, dass dann Chocho gegen Shinki kämpft, was in der Preview auch schon interessant aussah. Aber Gaara haut auch schon so eine Ansage raus, nämlich wird Gaara von der Tsuchikage gefragt, yo, ist er denn stark? Und Gaara einfach so, ja, das werdet ihr gleich schon sehen, keine Sorge. Also schon eine kleine Ansage, so ein kleiner Vorgeschmack auf den Kampf, aber den Kampf bekommen wir halt leider erst in der nächsten Folge. Und das war's dann auch schon mit der Folge. Auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Folge. Schreibt mir eure Meinung zu der Folge in die Kommentare rein. Ihr fand die Kämpfe sehr schön. Das war schön, das anzusehen. Nur leider geht mir alles immer noch etwas zu schnell, aber daran kann man wohl nichts ändern. Auf jeden Fall war's das dann noch mit dem Video und ich verabschiede mich auf wieder mehr.